Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe vor genau einer Woche gevloggt und da waren es nachmittags 26 Grad. Heute Morgen habe ich meine Autoscheiben gekratzt. Irgendwie haben wir so den Herbst schon so ein bisschen übersprungen und sind gleich in den Winter rein. Aber nee, es wären heute schon nochmal 14 Grad so. ich habe gerade, super wichtig, wenn ihr auch, wo habe ich jetzt mein Kärtchen? Falls ihr euch auch schon mal bei der DKMS registriert habt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, macht das bitte. Ich habe das war so eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich 18 wurde. Da habe ich mir einen Organspendeausweis geholt und ich habe mich bei der DKMS registriert. Und jetzt fiel mir ein, seit ich 18 bin, habe ich einen anderen Nachnamen und ich bin auch schon zigmal umgezogen und habe dann heute mal dort meine Angaben aktualisiert. Also mal als Reminder, mir fiel das vorher überhaupt nicht ein, falls ihr dort registriert seid, checkt mal, ob eure Angaben noch stimmen. Ich setze euch einen Link unten rein, falls ihr da mal was ändern müsst und nehme euch heute einfach so ein bisschen mit durch, naja, aktuell meinen Arbeitstag und am Nachmittag vielleicht dann noch so ein paar Mini-Sequenzen. Ich bin so ein bisschen erkältet. Kennt ihr das, dieses man fühlt sich krank, aber ist eigentlich nicht krank und es passiert auch nicht wirklich irgendwas. Also ich habe nicht so richtig Schnupfen und ich habe nicht so richtig Halsschmerzen, aber ich fühle mich manchmal einfach auch sehr krank und eklig. Also das geht auch so. Also im Moment denke ich so, oh, geht eigentlich, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und in einer halben Stunde kann ich vielleicht checken, ob ich Fieber habe. Also ging es mir gestern, dass das so von einem auf den anderen Moment kippte. Ich habe keinen Bock darauf. Können wir einfach überspringen, bitte. Ich möchte nicht krank sein. Ich war das letzte Mal krank im Dezember letzten Jahres. Ich möchte das. Können noch ein bisschen, können wir noch warten. Was steht jetzt an? Ich bin super spät dran, aber ich habe einige Termine schon erledigt und telefoniert gerade. Ich muss, was ich jetzt gleich machen werde, die restlichen zwei Meditationen aufnehmen für die Meditations-Challenge, die am Montag startet. Weil ich eben nicht weiß, wie lange meine Stimme das noch mitmacht, habe ich gestern schon die ersten 5 Meditationen aufgenommen und auch die entsprechenden Videos dazu. Und dann wurde es aber einfach zu laut hier im Haus. Und deswegen muss ich jetzt noch die letzten zwei Meditationen unbedingt aufnehmen, damit meine Stimme das noch mitmacht. Und da muss ich noch alles fertig bauen. Das hat heute absolut oberste Priorität. Ich hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, heute auch noch ein ASMR-Video zu drehen. Ich weiß nicht, ob meine Stimme das mitmacht, wenn ich dann so viel quatsche und mache. Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Ihr werdet ja sehen, ob diese Woche ein ASMR-Video kommt oder nicht. Da möchte ich mir keinen Stress machen, weil ich weiß, YouTube war auch so ein Faktor, der zu meinem Burnout halt negativ beigetragen hat. Und deswegen versuche ich gerade irgendwie so ein gesundes Mittelmaß zu finden zwischen, okay, ich mache gar nichts mehr und ich mache nicht ganz so viel. Wir müssen mal sehen. Heute gibt es auf jeden Fall einen Vlog. Ich finde, es ist doch schon mal was. Und wie gesagt, Arbeit an der Meditations-Challenge hat jetzt Vorrang. Das werde ich jetzt, glaube ich, so die nächsten 2 bis 3 Stunden machen. Falls ihr da Interesse habt, falls ihr Bock habt, ab Montag mit zu meditieren, für Anfänger, für Fortgeschrittene, ist völlig wurscht, ob ihr noch nie meditiert habt, ob ihr denkt, ihr könnt gar nicht meditieren, dann kommt erst recht rein. Ich liebe es, euch vom Gegenteil zu überzeugen. Unten in der Infobox findet ihr wieder alle Links von diesem Vlog, unter anderem natürlich auch, wo ihr euch kostenfrei anmelden könnt, um ab Montag dabei zu sein. Und gerne teilt die Meditations-Challenge unbedingt gerne mit Freunden, Familie, Bekannten, für die das auch was sein könnte. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit der Arbeit. So, ich muss jetzt natürlich erstmal so ein paar Vorbereitungen treffen, wie ich hier anfangen kann. Ich habe jetzt erstmal eine Wärmflasche gemacht. Das ist nämlich mein größtes Problem aktuell. Mir ist permanent kalt. Kalte Füße, kalte Hände, mir ist permanent kalt. Also ich habe zum Teil einen Pullover, eine Weste und noch eine Strickjacke an. Und friere immer noch. Also Wärmflasche. Jetzt mache ich mir gleich noch einen Tee. Ich habe mir ein Wasser gemacht. Jetzt machen wir noch den Diffuser an und dann kann ich anfangen zu arbeiten. So, was nehmen wir denn heute? Normalerweise wähle ich komplett intuitiv aus. Kann ich nur empfehlen, weil ihr dann definitiv das Richtige aussucht. Ich hätte heute aber gerne was, was irgendwie meinem geschundenen Körper gut tut.
Das ist sicherlich nie eine schlechte Idee bei Entzündungshemd und so. Oh, ich habe noch Copaiba. Das könnte ich eigentlich innerlich auf jeden Fall nehmen. Das wäre eine gute Idee. Also Copaiba werde ich, glaube ich, auf jeden Fall innerlich nehmen, weil das Entzündungshemd ist. Aber was mache ich jetzt in meinen Diffuser? Was mache ich da jetzt rein? Eigentlich schadet Balance definitiv auch nicht. Weil, wenn ihr euch so angeschlagen fühlt, so dieses, ich bin nicht richtig krank, ich habe das Gefühl, krank zu werden, ist das auch ganz oft, weil man unter zu viel Stress steht oder die psychische Belastung gerade zu groß ist. Es muss gar nicht unbedingt heißen, dass ihr tatsächlich einen Infekt habt. Und natürlich, wenn man, wenn die mentale Gesundheit nicht stimmt, ist man natürlich eh anfälliger auch für Infekte. Deswegen nehme ich, glaube ich, Balance heute. Ich freue mich drauf. Aber dann muss man ein bisschen warten. Also das sind Winterdüfte tatsächlich, aber da freue ich mich schon drauf. Und aktuell bin ich aber gerade dabei, das hier so ein bisschen leer zu kriegen. Aber na gut, machen wir uns nichts vor. Das sind noch echt viele, 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 viele Öle. Aber gut, heute nehmen wir mal Balance, denke ich. Es gibt so eine Sache, die mich so richtig krass doll nervt. Ich habe ein Kind, das einfach nicht aufräumen kann. Also wirklich, ist jetzt nicht blöd dahergesprochen. Die lässt einfach überall ihren Kram liegen. Überall. Das hier ist mein Arbeitsplatz. Mein Kind bastelt sehr gern. Sie hat aufgeräumt. Das sind halt einfach nur die Reste, die irgendwie vergessen wurden beim Aufräumen. Jetzt nehme ich das und räume das auf, weil ich das nicht haben kann. Wenn überall dieser Krempel rumliegt. Ihre Zimmertür kann ich schließen. Dann muss ich mir das Elend nicht angucken. Aber das hier? Nein. Das stört mich. Bitte sagt mir, ihr habt auch so Kinder, die einfach nicht aufräumen können. Mein anderes Kind kann das. Dem sagst du, hier wird mal wieder Zeit. Ja, mache ich. Der räumt auch selbstständig von alleine auf. Aber das andere Kind halt eben nicht. Und so sind Kinder eben einfach auch unterschiedlich in solchen Dingen. Ne? Und dann ist nicht jedes Kind gleich und jedes Kind kann lernen, ordentlich zu sein und aufzuräumen. Nee, kann es halt einfach nicht. So, deswegen muss ich das muss jetzt hier noch weg. Ich muss zum Aufnehmen auch immer eine Zeit anpassen, zu der die Katzen schlafen. Das hat mich schon Stunden gekostet und mich wahnsinnig gemacht, wenn ich dann Miaus und Essensgeräusche und solche Dinge wieder rausschneiden musste. Deswegen, die schlafen gerade beide. Und deswegen werde ich jetzt noch zu schnell die zwei letzten Meditationen aufnehmen. Hier mit meinem Puschel hier. Ich möchte mich auch einmal unbedingt. Oh, mein Mülleimer ist noch offen. Ich möchte mich auch einmal unbedingt bedanken für den wundervollen Austausch unter meinem letzten Vlog. Das macht richtig Spaß. Das ist das, was ich mir wünsche. Mal so ein Feedback zu bekommen. Hey, hat euch das Spaß gemacht? Einfach mal über auch die Themen, die ich im Vlog besprochen habe, dann nochmal in den Kommentaren so ein bisschen zu schreiben. Das finde ich so cool. Auch unter meinem letzten Livestream, vorletzten Livestream zum Thema Weiblichkeit, habe ich so einen tollen Buchtipp bekommen. Habe mir gleich erstmal zwei Bücher bestellt. Das ist wundervoll. Das macht YouTube für mich aus. Dass das nicht so eine Einbahnstraße für mich ist, sondern dass da halt auch irgendwie so irgendwie eine Meinung, ein Kommentar von euch zurückkommt. Deswegen, das war richtig cool, weil ich habe ja immer, das habe ich in einem letzten Vlog irgendwie gesagt, dieses Problem, ich weiß nicht, wer einfach nur noch hier ist, um irgendwie Gossip aufzuschnappen. Also vor allen Dingen halt diese Vlogs guckt, um dann irgendwas erzählen zu können. Oder wer aus tatsächlichem reinem Interesse hier ist und für den die Vlogs wirklich wertvoll sind, weil ich weiß, diese Leute gibt es noch auf diesem Kanal. Ist auch fein. Es gibt hier nichts, was ihr weiter gossipen könnt. Aber ja, und das zeigt mir diese Kommentare, dieser Austausch, ihr seid hier, weil euch das wirklich interessiert. Und wir können in den Austausch gehen und wir können in den Kommentaren quasi das weiterführen, was ich im Vlog vielleicht angesprochen habe. Das war so schön. Das wünsche ich mir bitte auch wieder für diesen Vlog. Und wir, nein, warum sage ich immer, wir kochen? Ihr kocht doch nicht für mich, es wäre schön. Aber ich koche jetzt. Ich will jetzt zwei Suppen vorkochen. Moment. Weil ihr mir das zum Beispiel unter dem letzten Vlog gesagt habt.
Habe ich heute noch Hokkaido, mit dem ich eine Kürbissuppe mache. Und ich mache noch eine Kartoffelcremesuppe. Oh, Suppengemüse, was man halt so braucht. Ich zeige euch mal kurz. Also wir kochen sozusagen diese hier mit einem Hokkaido. Natürlich wieder mit dem Thermomix. Sorry, not sorry. Und dann mache ich diese Kartoffelcremesuppe. Also es ist keine Kartoffelsuppe im eigentlichen Sinne. Dafür benutze ich auch ein anderes Rezept, so mit Würstchen und so. Hier kommt zwar so ein bisschen Schinkenwürfel rein, aber die ist ein bisschen anders. Die mache ich auch nur für mich. Ich mache auch die Suppen nur für mich, ne? Ich glaube nicht, meine Kinder essen das. Ich koche hier öfter mal mehrere Gerichte, je nachdem. Und meine Kinder würden die zum Beispiel nicht mitessen. Die andere Kartoffelsuppe mit dem anderen Rezept dagegen schon sehr, sehr gerne. Aber egal, ich koche jetzt nur tatsächlich Suppen für mich. Und das mache ich jetzt einmal. Kann sich auch nur um Stunden handeln. Ich habe alle meine Arbeits-To-Dos geschafft. Und deswegen kann ich jetzt hier ganz in Ruhe meine Portion Suppe essen. Und noch eine Folge Gilmore Girls gucken, bevor ich dann die Kinder abholen fahre.